Darf ich die Gebete zum Abend verschieben und alle Gebete am Abend zusammen beten, weil tagsüber bin ich auf der Arbeit? Gerne beantworte ich dir diese Frage, denn sie wird sehr oft gestellt und es herrscht große Unwissenheit diesbezüglich. Man darf die Gebete nicht einfach verschieben, um sie abends alle zusammenzulegen und gemeinsam nachzuholen, auch dann nicht, wenn man auf der Arbeit ist. In einigen Situationen, wie beispielsweise wenn man sich auf einer erlaubten Reise befindet, kann man das Mittagsgebet auf das Nachmittagsgebet verschieben, muss dann aber beide Gebete in der Zeit des Nachmittagsgebetes verrichten. Oder man zieht das Nachmittagsgebet zum Mittagsgebet vor. Ich gebe dir gerne ein Beispiel aus der Praxis. Angenommen, ich befinde mich in Essen und fahre nach Berlin und möchte dort abgesehen von Anreise- und Abreisetag 3 Tage bleiben. Sobald ich die Reise angetreten habe, also Essen verlassen habe, dürfte ich, wenn die Zeit des Mittagsgebetes begonnen hat, das Mittagsgebet zum Nachmittagsgebet verschieben. Oder ich bete das Mittagsgebet und bevor ich zum Abschluss komme, ziehe ich das Nachmittagsgebet zum Mittagsgebet vor. Selbiges gilt für das Abendgebet und Nachtgebet, wenn die Zeit des Abendgebetes begonnen hat. Eine weitere Info: Das Morgengebet kann nicht verschoben oder vorgezogen werden. Das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet und das Nachtgebet können während der Reise aber auch verkürzt verrichtet werden. Das heißt, anstelle von je 4 Gebetseinheiten betet man diese zu je 2 Gebetseinheiten. Abend- und Morgengebet können nicht verkürzt gebetet werden. Dann gibt es noch weitere Ausnahmen, bei denen man die Gebete zusammenlegen könnte und einige Details, die man beachten muss. Daher ist es wichtig zu lernen, was hierbei erlaubt und verboten ist. Also begebe dich in die Moschee, lerne die islamische Religion auf richtige Art und Weise und bleib standhaft.